Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Kita, sind wir von Miscreated plötzlich in 7 Days to Die gelandet? Wie Ja, anscheinend schon. konnte das bloß passieren? Naja, Weiß auch nicht. Zombie-Apokalypse bleibt Zombie-Apokalypse, aber trotzdem, es ist sehr merkwürdig. Was sagst du? Ich würde sagen, irgendwas ist da verkehrt geraten. Ich glaube, wir sind in ein Time-Loch gefallen und sind plötzlich in 7 Days gelandet. Naja, zumindest herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Ja, unsere kleine Vorstellung hier hat eigentlich nur dazu gedient, um euch zu sagen, Miscreated ist leider ausgelaufen, weil wir sind die ganze Zeit nur auf Servern gelandet, die uns ja immer wieder neu anfangen lassen durften. Und darauf hatten wir auf gut oder lang keinen Bock mehr und deswegen sind wir jetzt hier. Und dieser Server gehört mir, deswegen ist es sowieso egal. Ne? Klingt super. Gut. Wir haben uns hier zusammengefunden. Wir lagen sehr viele Kilometer auseinander. Wir spielen die Mod War of the Walker. Die ist ziemlich cool, weil da gibt es einige Sachen, die es im normalen 7 Days zum Beispiel nicht gibt. Es gibt modifizierte Zombies, es gibt Craftings, also du hast ein höheres Inventarsystem. Du kannst höher stapeln, du kannst einen Job wählen, der dann auf deine Stats in den einzelnen Gebieten Einfluss nimmt, etc. etc. Also da sind ganz viele schöne Sachen drin. Wenn ihr sie spielen wollt, dann ich packe sie euch in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die angucken. Und jetzt, ja, suchen wir Kita Pflanzenfasern. Hier sind Pflanzenfasern, die Dinger hier. Nicht mich hauen. Da ist übrigens ein Zombie hinter dir. Nur so nebenher. Hi, Fatty. Ihn nicht gesehen. Bist du denn jetzt schon wieder hin? Bist du Hier hin? oben. Oh. Wo? Ach, da, oben. Ja, wie gesagt, das sind die Pflanzenfasern. Kita macht nämlich gerade die Quests, die man hier machen muss. Also, es sind ein bisschen abgewandelt. Das ist nicht so eine lange Questreihe wie jetzt bei dem anderen. Du musst nur einmal den Sleeping Bag sozusagen produzieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass du so eine Kiste kriegst, die musst du platzieren, aufmachen, fertig. Dann hast du schon dein Zeug gekriegt, sozusagen. Gut. Ich zeige euch mal hier kurz das Inventar größentechnisch. Das ist, wie ihr seht, ziemlich, ziemlich groß. Und es ist ziemlich cool, weil man, wie gesagt, in dieser Kiste auch noch, also das hier hat man drin, Schrotteisenaxt, dann Schrotteisenschaufeln, sehen ein bisschen aus wie Holzschaufeln und Holzdings, aber ihr wisst, die Theorie. In der Theorie soll es halt das sein. Ich muss ihn nur kratzen. Ja, ich gehe zur Seite. Allerdings haben wir ein kleines Problemchen. Wie ihr vielleicht seht, geht die Sonne unter. Ach, nö. Was? Hat sie gesagt. Ja, das ist ein bisschen. Die Tage sind hier ein wenig kürzer als in Miscreated. Und hier haben wir nämlich auch Tag-Nacht-Wechsel drin. Also der Server ist so eingestellt, dass es Tag-Nacht-Wechsel gibt. Das ist die Mod drauf. Es sind Admin-Konsolen drauf, klar. Was haben wir noch? Die werden wir übrigens nicht benutzen, nur damit ihr es schon mal wisst. Ja, ansonsten haben wir einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus. Alle 3 Tage kommt nur ein Airdrop. Man verliert nur das, was man in dem Toolbelt hat und nicht, was man im Inventar trägt. Das haben wir uns damals gesagt, das ist am fairsten. So, jetzt kannst du normal draufhauen mit deiner Faust. Hau mit deiner Faust, Kita. Hau die Kiste. Hau die Kiste. Aus ich schon. Was dauert denn so lange, du? Nicht einen Stein dafür nehmen? Das ist die falsche Kiste, meine Liebe. Das ist dein Dingsblock. Dein Claiming-Block gewesen. Das ist der falsche Block. Das.
Den können wir eigentlich hier stehen lassen. Der ist egal. Okay. Du musst den Starter-Crate platzieren. Keine Ahnung. Ja, den hast du auch in deiner Dings. Das ist auch eine Kiste, aber das hier war die falsche Kiste. Also guckst du in deine Kiste, da müsste es auch noch eine Kiste sein. Guckst du in deine Kiste, muss auch noch... Ach Gottchen. Guckst du in dein Inventar, da müsste auch eine Kiste sein. Verdammte Scheiße. Heute ist echt nicht mein Tag. So. Wo ist denn der Starter-Crate jetzt hin? Was sind doch platziert, oder nicht? Ah, da ist er. Na, das ist das. Und der kann jetzt zerschlagen werden. Und dann ist dann hier eine Kiste. Nicht zerschlagen, die Kiste jetzt looten. Sehr gut, da kommt jetzt alles durch. Und dann R drücken, dann wird das alles direkt aufgehoben. Und dann... So. Gut. Achso, ich muss noch eine Kleinigkeit entsorgen, weil ich habe nämlich ein bisschen gecheatet. Und zwar bin ich zu Kita hingeflogen, weil wir sonst ewig lang gebraucht hätten, um uns zu finden. Und habe mir dann natürlich auch ein bisschen trinken und essen und cheatet, damit es ein bisschen schneller geht. Aber der Rest ist in meinem Inventar ist alles full legit. Achso, das Trinken sollte ich vielleicht noch entsorgen. Entschuldigung. Da, jetzt ist alles wieder legit. Gut, wir sollten uns vielleicht irgendwo einen Unterschlupf suchen für die Nacht. Da ist schon wieder ein Dicker. Da ist schon wieder ein Dicker, genau. Wir sollten, was auch noch wichtig ist, das ist jetzt seit dem... Also ich weiß nicht, ob das jetzt an War of the Walker liegt oder ob das jetzt an generell Seven Days liegt, aber die Viecher spawnen auch in deiner Bude. Zumindest liegen da manchmal Leichen rum, die musst du dann töten, weil es nämlich actually Zombies sind. Und hier haben wir einen NPC, by the way. Also, wenn ihr den seht, hier, das ist ein NPC. Den könnten wir theoretisch anhauen, aber das sind zwei. Und die sind besser bewaffnet als wir. Also, vielleicht keine so gute Idee. Prinzipiell kann man die nämlich, wenn man gutes Equipment hat, erschießen oder töten. Dann kriegt man noch ein bisschen Equipment von denen. Reden kann man mit denen nicht. Man muss nur aufpassen, dass sie einen nicht töten. So, dann gehen wir mal weiter. Anhauen würde ich dir an deiner Stelle übrigens nicht. Erstmal. Zumindest. Bis wir ein bisschen Ausrüstung haben. Im Moment ist es halt immer noch so, dass wir sehr, sehr schlecht ausgerüstet sind. Also wirklich schlecht. Achso, wir könnten uns auch was zum Anziehen produzieren. Also zumindest. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ich kann mir definitiv was zum Anziehen kreieren. Falsches Slot. Das ist der Slot. Beim Creation kannst du dir nämlich auf Klamotten gehen. Da hast du Pflanzenfaser, Handschuhe und so weiter und so fort. Wenn du dir genug Pflanzenfasern aufgesammelt hast, dann kannst du die Sachen machen. Also das geht auch recht schnell, wie ihr seht. Und man hat halt hier übelst viel Platz. Ich habe bei einem anderen Let's Player diese Mod gesehen und fand die echt cool. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir die auch benutzen. Wo bist du? Craftest du dir gerade was zum Anziehen? Kann ich nicht anziehen. Keine Ahnung warum. Ich will wieder nicht. Du gehst auf dein Inventar, nimmst, klickst auf das Ding und tust auf Wear klicken. Na, Kita ist eine völlige Anfängerin, das heißt, ich darf hier Teacher spielen. Teacher! Aha, teach me Senpai. Ja, Senpai sagt dir, dass wir fucked sind, weil es Nacht wird und wir noch immer kein Haus gefunden haben, keinen Unterschlupf. Ah, da ist es schon. Prinzipiell siehst du mich oben auf deinem Kompass. Wenn du mich mal aus den Augen verlierst, ich bin der Punkt im Kompass, wenn du das eingestellt hast. Warte mal kurz. Geh mal auf Tab. Geh mal auf diese Männchen. Und dann müsste bei mir so ein, bei Verfolgen so ein Kästchen sein, so ein schwarzes, ja? Siehst du das? Ah, hab's eingestellt, okay. Dann siehst du mich dann nämlich immer. Dann brauchst du keine Angst haben, dass du mich verfehlst oder irgendwie nicht siehst, sondern lauf einfach dem Dreieck hinterher.
Oh, wir sind so fucked. Unsere erste Nacht und wir sind gleich fucked. Du kannst die Baumstümpfe hier auch looten. Da sind manchmal schöne Sachen drin. Also, jetzt nicht, wenn da steht, leerer Baumstumpf, dann ist der schon gelootet. Oh nee, wir kommen in ein scheiß Gebiet umdrehen. Wir gehen nicht in dieses Gebiet. Okay. Weil das ist ekliges Gebiet, das ist nicht schön, das ist auch nicht schön zum Verteidigen später dann, wenn wir Zombies haben oder so. Also der siebten Nacht dann. Es kann übrigens sein, dass da noch Leute dazukommen. Weil Lucy und Co. wollten demnächst auch mal wieder 7 Days spielen. Mit denen werde ich dann auch wieder ein bisschen spielen. Und natürlich ist der Server für uns alle da. Und es kann dann sein, dass ihr dann plötzlich eine Burg seht oder so. Also, wir haben natürlich abseits noch unser eigenes Häuschen, aber. Da oben ist ein Häuschen. Wo? Wo ist ein Häuschen? Wo ist ein Häuschen? Da ist ein Häuschen. Jetzt müssen wir es noch auf Zombie leer machen und dann können wir das benutzen, zumindest für die Nacht. Zombies? Kein Zombie? Das ist das Haus, wo ich eben drinne war. Da war kein Zombie. Okay. Dann können wir das hier nämlich aufmachen. Das ist nämlich, hier sind immer so Lootkisten hier. Und da ist nichts drin. Na, letztendlich muss man das immer hier schön durchsuchen, weil man findet dann immer tolle Sachen. Und wir können hier mal, wenn du nur ein bisschen Holz hast, ne? Kannst du ein bisschen repairen hier die Sachen. Es gibt uns nur zusätzliche Sicherheit. Also Rechtsklick mit deiner Axt musst du da drauf machen. Also. Eine Schaufel. Du hast auch eine Axt bekommen. Doch. Die ist im Starter-Crate mit dabei. Eisen. Oh, das Müll noch. Hier gibt es noch Müll looten. Oh, den wegmachen. Weil das Problem ist nämlich, wenn man da drauf tritt, dann macht es kurz so ein komisches Geräusch. Das hören die Zombies draußen. Ich habe schon. Lucky Me hat schon einen Bergarbeiterhelm gefunden. Auf Stufe 1. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir erstmal die Fenster verbarrikadieren. Ich vor oben zu machen. Ich habe auch noch ein bisschen Metall. Und halt die Löcher zu stopfen. Das ist so das Erste, was wir machen müssen und was wichtig ist. Zumindest jetzt auch für die Nacht. Ich weiß, es ist sehr viele Ressourcen, wie man da denn reintut. Aber es ist halt für unsere Sicherheit. Letztendlich müssen wir dann gucken, wie wir. Was ist kaputt? Hier oben. Achso, macht nichts. Die können wir reparieren. Das ist alles kein Thema. Das haben wir auch. Die Tür haben wir jetzt auch noch ein bisschen befestigt. Gut. Die Tür hier ist nicht ganz so wichtig. Okay, wichtig ist, dass wir uns einen Punkt suchen, wo wir die Nacht überbleiben. Prinzipiell sage ich eigentlich immer, man sollte sich hochbauen und dann irgendwie unterm Dach bleiben. Aber das hier hat schon zwei Ebenen, deswegen können wir auch so bleiben. Und es ist ein bisschen blöd, dass bei der ersten Folge gleich schon Nacht wurde, weil jetzt haben wir natürlich nicht ganz so viel Zeit, weil ich werde jetzt die Nacht nicht aufnehmen. Ihr werdet dann immer tags dazukommen und das ist dann auch für euch interessanter. Deswegen mache ich das so. Was wir auf jeden Fall die Nacht noch machen werden, ist rumsitzen, weil das ist das Wichtigste. Still sein, möglichst nicht erwischen lassen. Und das nicht mit dem.
Ding. Deswegen ist es auch für euch nicht so wirklich interessant. Und ich erkläre in der Nacht Kirta, noch ein bisschen was. Du heißt jetzt Kirta. Ich merke das schon. Neuen Namen. Ja. Und dann ist sie am nächsten Tag fit wie Oscar. Und ich mache mal hier mein Lichtchen aus, gehe mich hier in die Ecke quetschen und hoffe auf das Beste. Gut. Das waren 15 Minuten. Nicht ganz wie geplant, aber so ist das manchmal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dieser Folge und wir hören uns dann bei der nächsten Folge von 7 Days to Die mit der lieben Kita. Bye bye!